Willkommen zurück zu Donkey Kong Country Return 2.6 Walfahrt. Da werden wir wohl keine Wahl haben, weiter geht's. Die zweite Welt hält uns auf Trab und im letzten Part gab's viel Kanonengeballer und unsere erste Raketenfahrt. Aber das wird bestimmt meilenweit übertroffen von der Walfahrt. Okay, wir sind nur Donkey und bleiben den Geheimnissen auf der Spur. Wir wollen doch nichts verpassen, oder? Nein, nein, nein. Wer will das schon? Oha, habe ich meine Fernbedienung angestellt? Was ist mit meiner Fernbedienung los? Hört ihr das? Ja, das ist voll laut. Ich tue es mal ganz kurz umstellen. Okay, das Skurrile jetzt war, ich habe das ausgewählt im Menü und da stand überhaupt nicht. Also Lautstärke von der Wii-Fernbedienung auf dem niedrigsten Stand. Ich denke, hä? Und ich habe es jetzt ja so gelassen und jetzt ist trotzdem wieder aus. Also ganz komisch, die Wii-Fernbedienung ist einfach mal angegangen. Mit dem Sound, das gilt es immer auszuschalten, bestenfalls. Und ich sehe etwas. Das ist immer fies, so ein Boden. Das sieht man nicht auf Anhieb. Oh, jetzt räume ich mal da hinten auf. Was ist denn hier drin los? Gibt's hier was zu finden? Ja, jede Menge Bananen. Ja, gut. Aha. So, hier auch noch. Die nehmen wir natürlich alle gerne mit. Die brauche ich noch. Die brauche ich noch. Du kannst dich mal beeilen hier. Noch langsamer bis tust du rückwärts. Fliegen, Plattform. Deswegen müssen wir auch drauf. Ach so, liebes bisschen. Nicht mehr runterfallen, sonst war das das Todesurteil. Ah, geschafft. Gerade noch so. Das Puzzleteil ist unser. Alles andere wäre ja auch suboptimal. Direkt Adrenalin hier. Autsch! Nee, nee. Das ist nicht in Ordnung. Okay. Kisten kaputt machen. Noch das haben wir gelernt im letzten Part, weil da hat sich ein Puzzleteil ganz banal in der Kiste versteckt und jetzt sehe ich erst, was hier ist. Ein Wal. Kann man wegpusten oder was? Okay. Wollte gerade sagen. Gut. Du viereckiger Wal, dann zeig uns mal die schöne, weite Welt. Ey, das ist die Wassermusik von den alten Donkey Kong-Teilen, weil es gibt ja... Ach, Mann, beilig. Es gibt ja keine... Verdammt. Es gibt ja keine Wasserwelten in Donkey Kong Country Returns. Kein Unterwasser, kein Gestrampel, kein Geschwimme. Wie findet ihr das? Also, viele sind ja gegen Unterwasser-Stages, aber wenn sie dabei gewesen wären, hätte ich auch nicht... mich nicht beschwert, aber da lässt sich halt so wenig einbauen, ne? Also man hat schon gemerkt, die Entwickler haben sich hier Mühe gegeben, viel Innovatives einzubauen und die wären dabei unter Wasser-Stages doch beschränkt gewesen, ne? Also ich finde schon, dass da Donkey Kong Country 1 bis 3 so ziemlich alles ausgeschöpft haben, wenn man dran denkt, Donkey Kong Country 3, was gab es alles? Da gab es dunkle Unterwasser-Stages. Ach, da gab es so ziemlich alles, was irgendwie unter Wasser ging. Oder dieser Fisch, der unter Wasser einem gefolgt ist und man musste ihn füttern sozusagen, dass er einen nicht selbst auffrisst. Also so ziemlich alles wurde schon abgeklappert. Aber was hätten die noch einfügen können? Deswegen wurde auch nichts. Was ist denn hier los? Die Krabben wollen heute zu Krabbenburger verarbeitet werden. Oder ich sollte einfach mal ein bisschen besser zocken. Dann lass ich mich hier schon treffen. Das ist ja interessant. Hat jetzt Donkey den Treffer bekommen? Kann ich mir jetzt nochmal zwei Treffer erlauben? Egal, ich habe eh ein Herz. Für Tiere. Ein Herz für Gorillas. So. Ist ja hervorragend, dass ich mich hier also direkt hier... Das ist ein richtiges Bewerbungsvideo. Wie gute Let's Plays auszusehen haben. Nämlich einfach nur failen und den ganzen Level wiederholen. Nein, ich weiß es, dass wir jetzt hier alles destroyen werden. Wir erschaffen jetzt in diesem Video ein neues Weltwunder. Einen neuen Maßstab der Unterhaltung. Nix. Hier haben wir das O, aber... Oho, wo finden sich denn die ganzen lieben Puzzleteile? Also schwere haben wir schon gefunden. Oder? Das war eins, ne? Eins haben wir bislang gefunden. Er taucht unter. Wal undercover. Was ist mit denen los? Kann man die umkegeln? So war das doch irgendwie. Ich habe jetzt nur kein Fass zur Stelle. Hey. Die Palme hat Haarausfall. Ja.
Kommt der auch immer, wenn ich irgendwie... Ah, jetzt weiß ich wieder. Da haben wir die großen Bananenstauder. Noch hier aufräumen, bitte. Hey, da war eine Krabbe. Da war eine Krabbe. Jetzt mal ernsthaft, jetzt hat Diddy ja das Herz verloren und das untere rechte Herz. Eben gerade habe ich ja mit Donkey Kong ein Herz verloren und dann Diddy dazu bekommen. Und da hat oben das obere rechte Herz gefehlt. Das muss man auch erstmal hinkriegen, oder? Das hier ist auch verdächtig. Das ist mir irgendwie neu. Mysteriös. Schaffe ich es ja schon, sozusagen, mich durch Spiele zu glitschen, aber... Ach komm, geh baden. Weil wir haben das Puzzleteil nicht bekommen, deswegen probiere ich es gerade nochmal. Ob mit oder ohne Diddy. Spielt jetzt keine Rolle mehr. Bäm. Bäm. Ach, da ist er doch. Da bekommt man ihn doch. So. Jetzt musste man richtig zielen. Ich weiß auch nicht, was los ist hier. Hat irgendjemand mein Zielwasser gesehen? So. Und sollten wir auf dem Wal draufbleiben? Nein, lieber nicht. Das war ja nur so eine Idee und jetzt macht er alles kaputt. Ich habe gedacht, wir sind Freunde, Mensch. Wir waren doch wie Brüder. Und jetzt? Jetzt kommt er wieder hoch. Madagaskar, Madagaskar. Verdammt. Kann ja auf dem Wal auch... Ja. Also da haben wir die drei Tiere, das Zebra und die Giraffe im Boot. Man könnte meinen, das hätte mit Madagaskar zu tun. Aber erstens, wo ist der Löwe? Und zweitens, was soll der Elefant da? Es gab in irgendeinem Videospiel auch mal eine Anspielung auf die Stadtmusikanten, oder? Ach, ich weiß es nicht mehr. Wo waren das? Ach Mensch. Ja, egal. Aber Madagaskar? Der erste Madagaskar-Film war toll, ne? Also ich rede jetzt von den... Von dem animierten... Von dem Animationsfilm. Also ich fand den ersten Teil zum Schießen, muss ich sagen. Und Madagaskar 2 hat überhaupt nichts. Also das... Jawohl, hat noch geklappt. Madagaskar 2, den zweiten Film, fand ich schlecht. Sehr schlecht. Also die Filme haben bei mir die Noten 1 und 5 verdient. Weiß auch nicht warum. Aber der zweite Film, der basiert einfach nur auf die Gags, die man schon kennt vom ersten. Ich müsste hier ein bisschen schneller sein. Es geht. Und weiß nicht, da war mir zu wenig Unterhaltsames dabei. Schon wieder so ein Puzzleteil, ey. Ich weiß nicht, ob man den Level erstmal beenden soll. Nö. Okay, saufen. Er tut sich ja saufen. Er hat schon alles einen Grund. Könnt ihr auch eure Meinung in die Kommis schreiben. Und Madagaskar 3 ist ja jetzt noch relativ aktuell, möchte man meinen. Habe ich mir auf Blu-ray gekauft, aber noch nicht angesehen. Werde ich mal tun. Kommt noch ein bisschen kindlicher rüber. Bin mal gespannt, ob er genauso wird wie der zweite Teil oder man doch ein paar neue Gags und so. Eine Chance geben sollte man dem Film auf jeden Fall. Auch wenn es am Ende vielleicht nur noch Geldmacher ist. Aber solange die Pinguine dabei sind, ist alles cool. Die Pingus werden gesprochen von Fanta 4, wer die Fantastischen 4 nicht kennt. Ich bin so blöd, ne? Die Buchstaben bleiben noch nicht gespeichert, Mensch. Ja, die Fantastischen 4 sollte man schon kennen, ne? Es ist die da, die da am Eingang steht. Oder die da, die den Kopf verdreht. Es ist die da, Big Dick Polian Mann. Nein, es ist die Frau, die frei das nicht kann. Oder hier, MFG, mit freundlichen Grüßen. Das ist ein Klassiker, aber ich finde Fanta 4, ich bin ein Fan, muss man sagen. Aber das letzte Album, da fand ich, war kein Kracher drauf, nix. Werden sie doch alt? Achso, die aktuellste CD war Unplugged 2. Okay. Weniger schwätzen, mehr spielen. Ich hab's verstanden. Schon immer wieder treffen. Genauso fettes Brot. Ich glaube, Fanta 4 ein fettes Brot. Das sind die Möglichkeiten erschöpft. Aber genug davon. Kümmern wir uns heute ein bisschen um die Wahlen. Ja? Wahldeutsche, geht wählen, bitte. Aber auch nur hier bei der Wahlfahrt. Okay, das war kein gelungener Wortwitz. So, du passt jetzt lieber mal auf, dass du das N kriegst. Fokussierung aufs Spiel, bitte. Weil macht nichts, so machen wir heute wieder ein bisschen längeren Part.
Sag mal, was soll denn das? Wie ist. Also, würde ich veräppeln? Ja, da gucken mir die Madagaskar-Tiere zurecht zu. Ach, zum ersten Mal, das Speicherschwein bietet mir seine Hilfe an. Dieses Schwein. Die Sau. Okay, komm. Diddy, auf geht's. Mein Gott, wie soll das noch bei den schweren K-Level enden, ey? Ich hab da ein paar fiese Sachen in Erinnerung, muss ich gestehen. Das kann ja heiter werden, wenn ich hier halt mal den lustigen kleinen Vier-Action-Wal hinbekomme. Ah, da war Free Willy! Nee. Das sah ein bisschen anders aus, oder? Jetzt bleib ich hier hinten. Warte halt, was soll denn das, ne? So. Ah, nein. Komm, beeil dich. So. So weit, so gut. So weit muss man erstmal kommen, ne? Da war ein Puzzleteil, das haben wir. Das ist ein billiges Puzzleteil gewesen, da. So. Ah. Oh, wollte gerade sagen. Extra Leben nehmen wir auch noch mit. Das G wie. Gott sei Dank haben wir es geschafft. Und da haben wir es. Da hinten noch Secrets? Nein. Aber ich glaube, da war im Hintergrund ein Secret oder so. Ach, verdammt, ich hätte mal gucken müssen. Da war auch irgendwas. Oder war es ein anderer Level? Egal. Gut. Es hat einige Anläufe gebraucht, aber wir haben nur einmal das Ziel erreichen müssen. Für die 100% in diesem Level. Was kommt als nächstes? Wellenbrecher, Wahnsinn. Das dürfte der letzte reguläre Level sein. Vor dem Boss, vor dem K-Level 2-7. I am gespannt. Sieht wieder ein bisschen düsterer aus. Ach nein, Wellenbrecher. Oh, das ist so eine Befürchtung. Ah, erstmal eins geschenkt. 1 von 5. Okay. Na, das ist ja wirklich ein Geschenk Gottes. Spül doch mal den Gegner weg, bitte. Also manche Felsen brechen nach einer Zeit auch ein, deswegen aufpassen. Wow. Ach so, man muss auch bei manchen schnell sein. Also sonst auch weggespült werden. Nicht nur Bananen, sondern auch Puzzleteile. Zum Beispiel. Okay. Wo ist eigentlich Diddy? Na, jetzt weg, weil ich ein Noob bin, aber davor auch. Aber das K geht jetzt auch nicht so weg. Ne, ist ja auch viel zu hoch. Aber die Möglichkeiten, um zum K zu kommen, sind jetzt verschwindend gering. Ist die Krabbe noch da? Ja. So schnell ist die Krabbe nicht. Kannst du mir nicht folgen? Ah, das wird so nichts. Komm mal her. Mann, oh, natürlich kommt da eine. So, warte, ich warte hier und gehe nach links und dann muss eine Krabbe wieder da sein. Was willst du? Sehr gut. Wollen wir den roten Knopf drücken? Der hat irgendwas zu bedeuten gehabt. Oh. Ah, Schutz einfach. Wow. Kein Risiko. Bierchen. Also man musste irgendwo schnell sein, aber ich weiß natürlich nicht mehr, an welchen Stellen man bevorzugt Gas geben musste. Das O. Oh, 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 oh. Ja, das nehme ich doch mal so mit. Das extra Leben kann mich mal. Oh! Na, wer wird denn? Oh, ich dachte, das wäre ein extra. Ah, okay. Extra Leben. Nee, Bonuslevel. Extra Leben. So, erstmal hier. Das war gar nicht so gewollt. Das gibt mir zu denken. Das war auch nicht so gewollt. Aber ist alles noch okay. Jupp. Und schnapp's dir. Alles okay, Freunde. Mach dich keine Sorgen um mich. Mir geht's gut. Mir geht's gut. So. Was hat das Fass hier zu bedeuten? Einfach die Gegner zu killen? Ich hoffe es. Speichersau. Sind wir hier sicher? Eigentlich überall, oder?
Ja, also ich meine in dem Bereich. In dem Tunnel. Okay, sicher ist so eine Ansichtssache. Die haben aufpolierte Beißer schon, die Jungs. Rollvollsprung. Es sieht ganz gut aus. Wir haben 4 von 5 Puzzleteilen und sind gerade mal beim N. N wie Nintendo Rules. Boah, was ist hier los? Ich gehe mal. Ich habe auch die Krabbe ihr Leben gerettet. Falls ihr es nicht mitbekommen habt. So. Das fällt zusammen. Was haben wir hier noch Feines? Hä? Ach, das kommt durch die Fenster rein. Ist ja logisch irgendwie. Da muss man aber ein IQ von 10 haben, damit man da drauf kommen kann. Da haben wir noch Fenster drin. Okay. Diddy! Einfach ein bisschen aufpassen, oder? Ja, ja. Gib auf dich acht. Flieg nicht zu hoch, mein kleiner Freund. Oh mein Gott. Ich will echt die Krabbe da immer mit beschützen. Ich bleib mal hier. Bumm. Ja, das ist schon clever gemacht, wie die Felsen gesetzt wurden und alles. So, kommt ihr da rein, so? Jo. Das Fass ist definitiv für den Sack da. Jetzt auf jeder mal den Weihnachtsmann an den Sack greifen. Dafür gibt's nur Goodies. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. So, lassen wir uns hier gar nicht abspeisen. Wahrscheinlich aber doch. Oh. Ja, besser das als hier. So. Na gut, ich glaube, ich habe keine. Aber wir gucken zumindest mal, was hier drin ist. Wer hat's gedacht? Das Ziel. Und wo ist das Puzzleteil? Hä? Ich glaube, zur Feier des Tages, weil wir genug Kohle haben, nehmen wir mal Squawks mit. Weil ich jetzt doch nicht suchen will, bis die Sparte kracht. Das erledigen wir jetzt mit unserem Helfer. Und wir haben Zugang zum K-Level, denn wir haben ja alle Kongo-Staben der Welt. Eigentlich braucht man die Puzzleteile auch gar nicht, ne? Aber es ist immer so eine... Immer differenzieren. Was muss man eigentlich tun? Was sollte man tun? Muss und sollte man dieses Spiel überhaupt spielen? Na also. Weil es gehört dazu, die Puzzleteile zu finden, finde ich. Einfach so von der Herausforderung. Gut. Man muss aber nicht den Lappen benutzen. Den Lappen von Squawks. Sag mal, ich habe eine Frage an euch. Ihr könnt es mir in die Kommis schreiben. Bitte, bitte, bitte. Und zwar, wenn ich den Spiegelmodus mache, also wenn ich die 100% habe und dann die 200% angehe, muss ich schon nichts mehr finden, ne? Keine Puzzleteile, nichts. Eigentlich in Anführungsstrichen nur den Level nochmal durchspielen, oder? Das ist doch gar nicht so schlimm. Möchte ich meinen, okay? Mit nur einer Energieeinheit und so. Ja, das ist schon... Kann mir Schöneres vorstellen. Aber das ist die Frage mal an euch. Da, danke. Muss man im Spiegelmodus Puzzleteile sammeln? Weil wenn die irgendwie schon eingesammelt sind... Gib mal Stoff, Junge. Dann würde ich schon sagen, dass ich die nicht wieder einsammeln muss. Oder wie auch immer. Bloß kein Risiko. So, Squawks sagt noch nichts. Hat wohl einfach Sekundenkleber gefressen. Da klebt das Maul ein bisschen zu. Der Schnabel. Halt bloß den Schnabel. Er ist ganz relaxed. Gibt ja dieses neue Wort chillaxed. Also die ultimative Steigerung. Wenn man chillen und relaxen zusammentut. Guten Morgen. Er guckt immer nur auf diesen kleinen grünen Vogel. Und nicht auf den Hai, dem er gerade ins Maul geklettert ist. So ist es. Ach, Burschis. Er schlägt immer noch keinen Alarm. Hier waren wir doch erst. Hier ist was. Jetzt nervt du mal nicht.
Hier kommen Bananen raus. Und das war die ganze Kunst. Da muss man auch mal drauf kommen, ne? So, dann gibt's jetzt noch einen Endboss-Kampf. Wenn Bock drauf hat, sollte das tun. Ach, Didi ist down. Und ich gefühlt auch. Was ist denn jetzt los? Ihr merkt, es läuft ein bisschen unrund gerade. Nicht nur das, was ich spiele, sondern auch... Ich schaff's trotzdem. Können wir noch so viel handicappen hier. Hindert mich nicht daran, hier ins Ziel zu kommen. Ja. Okay, wenn wir jetzt nur noch den Bosskampf haben, dann würde ich sagen, versuchen wir den doch gerade noch. Ich weiß nicht mehr, was es war und so, aber wir werden sehen. Wenn wir es sehen werden, dann werden wir es sehen. Ja, und der K-Level halt noch. Kneifende Korsaren. Ach, das waren irgendwie... das waren die Krabben. Mit Messer und Gabel. Das fand ich auch so lustig. Mal gucken, es gibt ja immer so kleine begleitende Zwischensequenzen. Können wir uns doch direkt mal reinziehen. Auch die Totenköpfe an den Fahnen sind ja Krabben. Na, oh Mann. Erstmal sehen sowas. Ich suche schon nach Puzzleteilen. Ich habe voll die Phobie, alles zu finden. So, ihr Affen, geht mal rein. Guckt euch mal an. Und da ist Captain Krustenhaut. So nenne ich ihn einfach mal. Sie essen unsere Bananen. Seit wann essen Krabben Bananen? Oder tun sie das wirklich? Ich habe keine Ahnung, was Krabben eigentlich essen. Kleinere Fische. Ach, ihr seid ja niedlich. Na, kommt ruhig her. Mal wieder die Tikis als Zuschauer. Springt einfach mal auf die Birne. Ja, das ist, funktioniert immer erst, wenn man ihm drauf gesprungen ist. In diesem Falle zum Beispiel. Ach, fiese Möb. Na gut. Kommt ruhig her. Captain Krabbenbart. Auch das Krabbenbartwuchs haben ist mir eigentlich neu. Okay, was geht jetzt ab? Samba-Mucke. War das jetzt fair oder so? Hä? What? Die haben die Krabben aber gar nicht nach oben gehalten. Okay, mein Fail. Ich stelle mich an. Es gibt sogar einen Boss, bei dem ich mich ganz schlimm angestellt habe. Mango Ruby oder so hieß er. Mal sehen, ob ich diesmal besser mache. Nee, irgendwas habe ich da nicht verstanden auf Anhieb. Ihr habt mich dafür in den Kommentaren gedisst damals. Das werde ich niemals vergessen. Viel Spaß. So, herkommen bitte. Der hält jetzt die Ärmchen nach oben. Und dann die Hände zum Pimmel. Was? Ich habe nichts gesagt. Ja. Die erste Phase läuft doch ganz gut, ne? Wäre schlimm, wenn nicht. Ja, Moment. Jetzt können wir die auf die Fratz donnern. Jong. Sitzt. Passt. Wackelt und hat Luft. Pusten? Das macht keinen Sinn. Diesmal hören sie nicht auf. Hä? Eigentlich auch nicht. Macht alles keinen Sinn. Warum komme ich jetzt nicht auf die Lösung? Vielleicht? Ach, genau. Boom. Okay, man muss halt wirklich ein IQ von 12 haben. Brot hat ein IQ von 2. Ich bin schlauer als Brot. Brot kann schimmeln, was kannst du? So, ist jetzt gut, es sind einfach nur drei lächerliche Krabben, ja. Wir lassen uns hier so ärgern. So, bam. Tschüss, Mann. Mr. Krabbenbart. Captain Angespannte Kruste. So, und jetzt...
Ach, doch mal. Ich hasse es. Wenn es nicht nach Plan läuft. Bumm. Bumm. Du auch. Nein. Doch. Natürlich. Was kannst du sagen? Also alles nochmal von vorne, aber seid ihr diesmal genauso? Ah, siehst mal, da ist ein Bewegungsmuster geändert, aber volle Möhre, der ist auch auf uns zugelaufen. Und ich habe nur noch ein Herzchen. Was schade Schokolade ist. Arr. So. Warum seid ihr so fies? Und Ärmchen hoch. Hätte fast nicht geklappt. So. Tschüss, Mann, tschüss, Mann, tschüss, Mann. Habt ihr genug oder wie geht's weiter? Läuft nicht nach Plan, ne? War's das schon? Ich dachte, jetzt kommt noch eine Kampfphase. Nö. Die drei möchte gern Tikis haben, auf ganzer Linie versagen. Würde ich ihn jetzt auch... Na, schon wieder nicht geschlagen. Man muss doch besser schlagen, muss anders schlagen irgendwie. Beim nächsten Mal, Freunde, beim nächsten Mal. Und dann können wir uns schon mal auf einen kleinen Ausblick vorbereiten auf die nächste Welt, die uns da erwartet. Und ich glaube, mit der nächsten Welt machen wir dann im nächsten Part auch erstmal weiter. Weil ich Parts ungern... Weiß nicht, als würde ich jetzt ein K-Level machen und dann mit den Ruinen anfangen. Mal gucken, wie ich es mache. Oder warum erst den K-Level? Ihr seid bestimmt dafür, erst den K-Level zu machen. Deswegen machen wir im nächsten Part erstmal den K-Level. Aber wenn es heute gefallen hat, nicht vergessen, Daumen hoch zu geben. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Freunde, bis dann und ciao!